Hallo und herzlich willkommen bei Chefsaft. Mein Name ist Simon und heute machen wir passend zum Muttertag ein paar Waffeln. Und diese Blümchen sind für alle Muttis da draußen. Wir haben euch ganz doll lieb. Ihr seid große Klasse. Servus Freunde der Sonne, wie eben schon erwähnt, machen wir heute ein paar Waffeln, passend zu unserem Muttertag. Da muss ich mal ganz kurz hier die Muttertagsblümchen hier platzieren. Bam, die bleiben hier stehen. So, und wir machen dazu noch eine kleine Kuli. Eine Kuli ist einfach eine Fruchtsoße, die machen wir uns hier aus Himbeeren. Da haben wir jetzt ein paar Theca-Himbeeren und die lassen wir jetzt mal auftauchen. Dann gehen wir als erstes mal unsere Zutaten durch. So Freunde, wir haben hier Eiweiß und Eigelb von 3 Eiern. Wir haben Vanille, wir haben 250 Milliliter Milch, wir haben 250 Gramm Mehl, 125 Gramm Zucker und 125 Gramm Butter sowie ein halbes Päckchen von unserem Backpulver. So, starten wir mit unserem Rezept. Als erstes nehmen wir hier ein bisschen Eiweiß. Ja, also das ist Eiweiß von 3 Eiern. Zack. Und dann nehmen wir mal unser hier abgeranztes Aufschlaggerät. Wir schlagen jetzt hier unser Eiweiß auf. Da machen wir uns ein bisschen Zucker mit dazu und eine Prise Salz. Ganz, 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 ganz wenig. Zack, zack, zack. Wirklich nur so eine Prise. Dann lässt sich das Eiweiß einfach ein bisschen besser aufschlagen. Das ist also steif geschlagen. So, wir machen weiter mit unserem Rezept. Und zwar nehmen wir jetzt die anderen Zutaten, machen uns dann einen schönen Teig draus und dann wird das Eiweiß da untergehoben. Ihr könnt den Schritt mit dem Eiweiß aufschlagen auch überspringen, wenn es euch egal ist, dass die Waffel fluffig ist. Aber nur fluffige Waffeln sind geile Waffeln. Wer einfach nur Waffeln möchte, kann das natürlich weglassen. So sollte der Teig dann erstmal aussehen. So, was wir jetzt noch machen, wir reiben uns ein bisschen Vanille rein. Die Vanilleschote, die ist jetzt schon ziemlich alt, die hatten wir so quasi uns eingepackt. Aber heutzutage muss man sich wirklich also überlegen, ob man dann extra eine Vanilleschote kauft, für jetzt zum Beispiel so einen Waffelteig oder so zu machen, weil er überlegt, dass im Supermarkt eine Vanilleschote zwischen 4 und 5 Euro kostet. Da muss man schon alles verwenden. Okay, so viel zu Vanilleschote. Wir reiben uns das so jetzt ein bisschen rein, das gibt auf jeden Fall auch Aroma. Was wir jetzt noch hier haben, ist eine Zitrone, schön abgewaschen, möglichst bio und ungespritzt auf jeden Fall, damit, ja, ich glaube, da wisst ihr auch, was ich meine, ja. Soll jetzt nicht alles da drin landen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall gibt Zitrone nochmal einen geilen Kick. Jetzt heben wir unser Eiweiß hier drunter. So, Eiweiß, ne, unterheben. Ja, bedeutet nicht jetzt wie ein Verrückter darin rumrühren, sondern einfach das Ganze unter die Masse heben, ja. So, zack. Ja, damit der Teig schön fluffy wird. So, das ist das Waffeleisen von der Schwiegermama. Schöne Grüße an der Stelle. Gucken wir mal, ob das Ding läuft. Ich glaube, mich zu erinnern an früher, als ich noch Waffeln gebacken habe, dass wir hier warten sollen, bis das Lichtchen aus ist und dann sind die Dinger heiß und dann legen wir los. Ich mache jetzt einfach so ein bisschen Butter drauf. Nächstes Mal nicht ganz so viel. Zack. Und dann nehmen wir hier unseren Teig. Fluffy, fluffy. Üppi. Das sieht ja schon mal gut aus, aber ob der auch gut ist, finden wir jetzt gleich erstmal raus. Erstmal langsam rantasten, dass ich hier keine Katastrophe verursache. So. So, wir machen jetzt noch schnell unsere Himbeerkuli, obwohl das eigentlich nicht ganz richtig ist. Eine Kuli ist normalerweise nur der eigene Geschmack der Frucht. Wir machen ein bisschen Zucker dran, aber ich zeige euch das jetzt, unser Himbeersüßchen. Und ja, das machen wir jetzt noch schnell, währenddessen die Waffeln backen.
So, da ist das erste Modell. Beim nächsten Mal müssen wir ein bisschen mehr Teig reinmachen, ne? Wie man hier sieht. Schwapps, da leckt sie. So, und gleich die nächste hinterher. So, wir haben unsere Waffles jetzt fertig gebacken. Sie sind auch schön fluffig geworden, schmecken klasse. Das Backergebnis ist jetzt eher so lala, aber das ist, hat nichts mit dem Teig zu tun, sondern das ist eher dieses ältere Waffeleisen. Das ist aber kein Problem. Das nächste Mal nehmen wir ein besseres Waffeleisen. Das Waffeleisen meiner Oma. Ja, so ein gusseisernes Waffeleisen mit ein bisschen Gewicht wäre natürlich wirklich besser. Obwohl das wollten wir am Anfang wirklich nehmen. Aber ja, wir wussten nicht so wirklich, wie wir das am besten heiß bekommen, ohne dass wir hier alles abfackeln oder zerstören. Egal, unsere Waffeln sind fertig. Wir richten jetzt noch an. So, es ist Muttertag. Also, machen wir natürlich hier was schön Kitschiges. Hier, der Klassiker. Jetzt hin. Zack. Dazu. In der Himbeeren wir hier drauf. Zack, zack. Und hier noch eine von unseren Korallenhippen. Und unser Himbeersüßchen. So, das ist es. Unsere Waffel zum Muttertag mit ein wenig Himbeerkuli, Himbeeren, unser Korallenhippe und ein wenig Zitronensorbet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr macht die Waffeln mal nach. Wir würden uns über Feedback freuen. Ansonsten folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Bis die Tage.